Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Anno 1602. Okay, warum seid ihr jetzt, läuft der Transporter nicht wieder? Ja, ne? Sei denn, du bist der, nee, du bist nicht der Transporter. Du bist auch nicht der Transporter, cool, so. Ach, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir waren ja fast durch, genau. Ja, Pest, Klappe. Okay, wir brauchen hier definitiv mehr Ziegel. Überprüft eure Handelsrouten. Damit dürfte es aber eigentlich reichen. Hier, yep. Oh, du hast auch ordentlich Werkzeug dabei. Überprüft eure Handelsrouten. Hast du eine Route? Du hast keine Route. Überprüft eure Handelsrouten. Ankerlichten! Ankerlichten! Neuen Kurs! Setz die Vorsegel! So. Doch, dann setzen wir hier vorne eure Handelsrouten. Die Häuser hin und machen hier hinten erstmal ordentlich Rindfleischproduktion hin. Überprüft eure Handelsrouten. Und Alter, der Handelsroutenmann geht mir wieder so auf den Senkel. Überprüft eure Handelsrouten. Überprüft eure Handelsrouten. Zack. Überprüft eure Handelsrouten. So. Das dürfte erstmal reichen für. Genau, du kannst besiedelt werden mit Zeugs. Weberei. Dann. Machst du ab sofort einen Stofftransporter. So. Zwei, drei, vier. Oh, hier kann ich ja keine Straße hinbauen. Nee, nee, nee. Boah, nee, dann geht das ja nicht. Dann müssen wir das ja hier. Überprüft eure Handelsrouten. Überprüft eure Handelsrouten. Ja, hier kann man Anlegestellen bauen. Überprüft eure Handelsrouten. Ich habe es wieder vergeigt. Egal, YOLO. Überprüft eure Handelsrouten. Wir haben den Shit hier, ja. Lulz. So. Oh. Du machst dir jetzt deine eigenen Ziegel. Rein auf. Curiosity, wenn ich. Ups, überprüft eure Handelsrouten. Dich hierher stellen würde. Du würdest. Reichst du aus? Du reichst nicht aus. Dann. Machen wir einfach den. Biggest. Überprüft eure Just because we can move. Und klatschen in der Kirche hin.
So. Ich denke, das dürfte für 250 Bürger reichen. Überprüft oder? Eure Handelsrouten. Ja. Dann geht ihr nämlich ab sofort an den Start. Ankerlichten! Ich wusste, dass ich sie eventuell nicht ausreichen. Überprüft eure Handelsrouten. Okay. Du machst einmal... Überprüft eure Handelsrouten. Und du machst Tabak und Alk raus und du gehst. Eure Stadt wächst arbeiten. Und gedeiht. Du pumpst hier Shit rein. Also machen wir einfach mal den hier. Ja, nun. Peng so 15 Bürger pro Haus. Ihr braucht wieder eure Anti-Horny-Medizin. So, heißt also bei 15 Bürgern pro Haus, hier brauchen 250. Überprüft eure Handelsrouten. Dann bekommen wir. Überprüft eure Handelsrouten. 240 mit 8 Häusern bekommen wir 240 hin schon, dann reicht das hier lange. Zack, so. Dann müsst ihr jetzt eigentlich nur euch ausbauen können. Erlaubt Zeug sein. Yep. Hä? Gibt's nicht einen Transport? Überprüft eure Handelsrouten. Es gibt keinen Transporter dafür. Oh mein Gott, und ich wundere mich, warum das alles nicht funktioniert. Hatte ich den nicht im letzten Part festgelegt? Oh, lul. Wait, das ist eine der Handelsrouten, die ich überprüfen soll. Überprüft eure Handelsrouten. Ah, nee. Es fehlt an Gewürzen. Wo? Hier. Warum fehlt es hier an Gewürzen? Weil der Transporter von hier nicht Transport hat. Ja, das bist du. Dann transporterst du jetzt mal. Nachdem ich das Holz entsorgt habe, davon habe ich eh genügend. Es ist ein nachwachsender Rohstoff. Überprüft eure Handelsrouten. Überprüft eure Handelsrouten. Ja, du bist das Subin. So, zack, bam, hier. Überprüft eure Handelsrouten. Klappe. So. Überprüft eure Handelsrouten. Halt, ja, setz die Vorsäge! Ich brauche Werkzeug hier, habe ich das Gefühl. Und einfach nur weil ich es kann, fange ich jetzt an, hier alle Straßen aus Ziegeln nachzubauen. Auch die Straßen, die ich nicht mehr brauche. Überprüft eure Handelsrouten. So, hier, wir sollten direkt mal auch noch. Überprüft eure Handelsrouten. So, ihr benutzt jetzt mal das Werkzeug, bitte nicht. Erstmal kurz, danke.
Ja, Jetzt. Überprüft eure Handelsrouten. Der Regen. Ja, mach halt Dürre. Wenn es dir Spaß macht, Mensch. Ah, 3 Werkzeug brauchen wir dafür und dann. Du kannst direkt wieder hier hinfahren, falls ich Werkzeug brauche. Seid ihr happy? Ihr seid happy. Überprüft eure Handelsrouten. Ihr könnt gleich für den Flex aber auch nochmal eine Kirche bekommen. Und ich kann auch anfangen, hier ein bisschen die Straßen zu flexen. Weil aktuell müssen wir eigentlich nur auf die Debatte Werkzeugproduktion warten. Zack, so, einfach ein bisschen geflext. Es gibt, also die Marktkarren bewegen sich schneller auf den Ziegelstraßen, aber als auf den Pflasterstraßen, aber überprüft eure Handelsrouten. Es macht halt nur Sinn, eure das zu bauen fürs wächst und gedeiht. Dazu machen, wo die halt Shit abholen und nicht hier, wo niemand irgendeinen Shit abholen muss. Deswegen. Gut, überprüft eure Handelsrouten. Und ihr bekommt jetzt einfach nur für den Flex auch eine Kirche. Da. Und überprüft, weil ich's kann, eure Handelsrouten. Buhu. Das ist jetzt traurig. Hust, hust. Überprüft. Okay, du brauchst eure eventuell doch ein bisschen Shit noch. Cool. Hi. Zack. Shit einsammeln. Shit herbringen. Yep, einfach für den Flex könnten wir das Ding auch noch hinstellen und wir könnten sogar noch Kakaoplantagen bauen. Auch für den Flex. Hier, du kannst gleich weiter produzieren, Alter. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Ja, der soll halt wüten, Alter. Lass ihn doch, der arme Brand. Überprüft eure Handelsrouten. Ist ehrlich. Zack. Ich weiß, es ist jetzt eigentlich voll dämlich, weil wir irgendwie positiver. Überprüft eure Handelsrouten. Bilanz brauchen, aber. Meine Güte, ey. Was macht ihr mit dem ganzen Geld immer nur so schnell? Und das ist auch einfach ineffektiv bis zur Hölle, aber. Flex. Ein Marktplatz, der nur dafür da ist. Überprüft eure Handelsrouten. Überprüft eure Handelsrouten. Hier für diesen Zugang das. Fertig. So. Und guck mal, ihr habt ja mehr als genügend von allem. Hm. Cool. Bring mich Shit. Ja, bei dir dürfte es gleich weitergehen. Überprüft eure Handelsrouten. Überprüft eure Handelsrouten. Oh mein Gott, die haben angefangen, sich auszubauen, die Affen. Lol. Das erklärt, warum hier von nichts vorhanden ist. Überprüft eure Hi. Handelsrouten. Kaufleute. GG.
Wir müssten. Egal, die sollen sich ausbauen lassen. Zur Not reiße ich halt den Schild wieder ab, wenn das nicht ausreicht hier. Actually. Überprüft eure Handelsrouten. Überprüft eure Handelsrouten. Apropos, wo ich dich gerade sehe, hier, da. Nimm Schutzgeld. Euer Volk wünscht eine Hochschule. Ah, unten kam mir mit Wüste, ja. Ich könnte ihn halt den Wunsch nach Kleidung auch erfüllen, ne? Aber brauchen wir nicht. Hier flext schon genug. Überprüft eure Handelsrouten. Euer Volk wünscht ein Theater. Ja, wir haben halt gewonnen, sobald die Typen hier auf 250 sind. Überprüft eure Handelsrouten. Hier müssen noch mehr Leute hin. Eure Siedlung beherbergt nun über 300 Einwohner. Cool, wir müssen aber über 500 Einwohner haben. Ja, das geht hier noch. Also genau, ein Haus, 15 Leute für, ja. Okay, wir haben ungefähr 50 Leute, die nicht Siedler überprüft oder Bürger sind auf der Insel. Also 450 brauchen wir. 54 Häuser mal 30 Häuser, aber. Ja, 450 30 Häuser. 8 und 12, 12, 24 reicht nicht. Well. Ach ja. Of Curiosity. Oh. Keine 500. Einen muss ich von euch noch ausbauen. Los. Und danach wird euch ja der Saft abgedreht. Hier fürs Ausbauen. Überprüft eure Handelsrouten. Ich meine, es hilft mir halt geldmäßig total. Überprüft eure Handelsrouten. Nope. Oh, verdammt. Überprüft eure Handelsrouten. Dann rüsten wir einfach alles noch auf große Schiffe auf. Auch einfach, weil wir es können. Jetzt können wir große Schiffe, können wir große Werft bauen. Und bauen jetzt einfach große Schiffe. Einfach nur für den Flex. Ich liebe es. Es ist der unnötig längste Spielstand, den ich jemals in Anno gemacht habe. Wir flexen jetzt richtig hart. Überprüft eure Handelsrouten. Unnötig maximaler Flex, einfach jetzt noch große Schiffe zu bauen, ey. So, yep. Aber das reicht jetzt. Wir brauchen halt auch irgendwie Werkzeug im Inventar, ne? Zack. Hier. Braucht ihr garantiert auch irgendwie, oder? Ja, eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Cool. Ganz schön inbrünstig. Ja, wir fangen jetzt aber an, große Schiffe zu bauen. Handelsrouten. Wir haben das Geld und die Ressourcen. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Hallo Stalker. Sind zum ersten Mal auch die großen Kriegsschiffe, wa? In dem LP. Nun, das sind große Kriegsschiffe. Überprüft, die wir jetzt einfach mit Kanonen beladen. Einfach aus Fun. Und die jetzt einfach in der Ecke stehen bleiben. Ich lasse die kleinen Transportschiffe. Wir brauchen jetzt einfach Schiffe. Bam, 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 bam. Wir müssen wie am Fließband hier rauskommen. Damit die Forsthäuser sich auch nützlich vorkommen, ne? Ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen. Kosten 60 Tonnen Holz. Überprüft eure Handelsrouten. Hallo, Gastheer. Zack. Und die können bis zu 14 Kanonen laden und haben auch ordentlich
Die hören ordentlich weit aus, die Dinger. Überprüft eure Handelsrouten. Ups. Ja, easy, passt. Als ich und allein Alkohol verbrauchen die jetzt natürlich ein bisschen mehr. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Wir brauchen ja auch doppelt so viel weg, ey. Überprüft eure Handelsrouten. Überprüft eure Handelsrouten. Ah, ein Schiff wurde fertiggestellt. Hallo Geraldine. Setz die neuen Segel! Pumpen jetzt einfach Schiffe aus. Fun, ja. Überprüft eure Handelsrouten. Setz die Vorsegel! Wir sollten hier vielleicht die Shit abladen. Setz die Vorsegel! Damit wir auch irgendwann mal fertig werden. Zack. Genau, und wir machen einfach weiter. Überprüft eure Handelsrouten. Und zwei. Zwei. Überprüft eure Handelsrouten. Und langsam überprüft eure Handelsrouten. Sag mal, habe ich überhaupt noch irgendeinen Ort, wo ich Erz herbekommen kann? Überprüft eure Handelsrouten. Verdammt. Ich wollte noch mehr Holz bauen für mehr Schiffe. Los, 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 los. Pump, 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 pump. Danke. Zack. Jetzt dieses das Ding so unnötig in die Länge. Das glaubt ihr mir gar nicht. Überprüft eure Handelsrouten. Das Volk bekommt kein. Ja, wir haben es geschafft. Oh. Schade. Oh. Nun, wartet, was war das? War das. Wenig Land war das, oder? Yeah. Wenig Land. Neue Entdeckungen ist jetzt dran. Aristokraten! Und 500 Bilanz. Welche Farbe soll euer Banner zieren? Oh, du hast einen Vulkan drauf. Meins, 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 meins. Los, melde mich, bei dich. Das Ding hier wird sich garantiert der Rote holen, dann machen wir den Roten halt weg. Ups, ich vergesse mich zu muten, hi. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Nice, nehme ich. Eine neue Siedlung wurde gegründet. Es gibt Erz auf dieser Insel. Die ist groß und die hat Erz. Oh. Nice. Dann bauen wir jetzt erstes mal Richtung Erz weiter. Da kommt Holz hin. Schwupp. So. Jetzt sehen wir erstmal mit allem ausgerüstet, was wir brauchen, wa?
Wait. Der steht da immer noch rum, der gelbe. Ja, moin. Ich denke, wir brauchen das Ding auch und müssen halt um den Vulkan herum bauen. Sei denn, der bricht nicht aus. Zack. Zack. Du kannst aber auch direkt Werkzeug einkaufen erstmal. Okay, wie starten wir? Starten wir direkt hier? Ja. So, zack. Zack, so direkt noch ein drittes Gehege hier quasi erstellt. 1, 2, 1, 2. 2, 2, yep. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zack. Bam. 108, so kann sind übrigens drei Häuser, die sich ausgebaut haben müssen. Und es ist das Niedrigste, was im Spielcode als Ziel für Aristokraten geht. Und es sind drei Häuser, die sich ausgebaut haben müssen. Ja. Genau, ich erwähne das an der Stelle nur, weil wir brauchen das hier nur für, ich denke, damit wir hier vernünftig Kaufleute groß kriegen. Weil die kannst du halt nicht so leicht hochrushen wie von Bürger auf Kaufleute. Das kannst du übelst easy hochrushen. Weil du halt nur die Kirche und das Badehaus hinstellen musst. Fertig. Genau. Ja, ihr braucht einen Marktplatzzugang, ne? Zack, erledigt. Schwupp. Zack. Und dann fangen wir hier direkt nochmal an mit Nahrung auf ein bisschen größer anbauen. Zack, so. Zack, so. Ich vergesse, ich hätte hierhin auch die Schafarm bauen können, aber dann ist die Insel nicht so schön strukturiert getrennt. Kommen hier hinten nämlich die Farm hin. So.
Und die surft jetzt gleich mal hier. So, jetzt haben alle Zugang dazu. Jetzt könnt ihr euch bitte anfangen, alle auszubauen. Und dann habe ich bitte keine Geldprobleme mehr. Dafür brauche ich auch noch den Shit. 8 Siedler. Ich weiß nicht, ob das so viel effektiver ist auf Money-Basis. Du verkaufst Nahrung. Der steht da immer noch rum, der Gelbe. Euch wird ein Handel. Der nimmt nicht instant an. Der Gelbe ist verpackt. Eine neue Stadt ist entstanden. Oh, Alter, der baut sich ja direkt aus, der Rote, ey. Holy fuck. Das nicht gut. Ein Mitspieler erweitert seine Ländereien. Ah, jetzt hat sich der Gelbe entpackt. Na, wunderbar. Zack. Egal. Ich würde an der Stelle sagen... Spielstand gespeichert. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Ja, wir müssen unbedingt raus aus den Schulden. Und, ja, lasst eine Wertung da, möge die Macht mit euch sein und tschüss.